Finale. Hallo, Joko und Klaas. Ihr befindet euch auf dem Weg zum 24-stöckigen Kollhoff Tower im Zentrum Berlins. Hier erwartet euch ein ganz besonderer Gegner. Sicherlich erinnert ihr euch noch an die traumatischen Finalrunden, die ihr einst gegen ein mickriges Fließband verloren habt. Oh, ne, das Scheißgerät. Nein! Zu spät. Nein! Pro7 hat gewonnen. Doch heute erwartet euch kein Fließband, das einfach so horizontal Dinge von A nach B bewegt. Euer Gegner schießt euch in 20 Sekunden vertikal auf knapp 100 Meter. Euer Gegner ist der schnellste Fahrstuhl Europas. In diesem Fahrstuhl erwarten euch wie damals beim Fließband 10 verschiedene Aufgaben, die ihr allesamt lösen müsst. Für jede Aufgabe habt ihr genauso lange Zeit, wie der Fahrstuhl braucht, um einmal nach unten und wieder nach oben zu fahren. Das entspricht ungefähr 55 Sekunden. Und damit das Ganze noch spannender wird, ist euer erstes Spiel heute auch gleichzeitig das Finale. Hä? Ich bin zu blöd dafür heute. Hä? Weil du wie das erste Spiel, das Finale. Bin ich zu dumm für. Von was denn? Von der Sendung oder was? Das bedeutet Folgendes. Für jede Aufgabe, die ihr hier vergeigt, müsst ihr in der Sendung ein Spiel gewinnen. Mathematisch ausgedrückt heißt das, gehen 3 Aufgaben im Fahrstuhl in die Hose, müsst ihr mindestens 3 von 6 Spielen in der Show gewinnen. Sonst wird das nichts mit den 15 Minuten live. Das ist ja scheißegal. Wir müssen einfach so viele Aufgaben machen. Ja, wir haben gerade gedacht, das ist Lirum Larum. Ne, wir machen einfach das, was wir können, und beim Rest, ihr sagt uns danach, ob wir gut oder schlecht waren. Dann übergebe ich jetzt an euren Zeremonienmeister, Steven Gätchen. Moin moin, ihr zwei Halbstarken. Herzlich willkommen zu diesem wirklich spektakulären Finale. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, kann ich leider heute nicht persönlich euch gegenüberstehen, aber ich werde euch natürlich akustisch begleiten. Mein stummer Diener hier, da, wird die Aufgaben an meiner Stelle kontrollieren. Und ich bitte euch, seinen Gesten unbedingt Folge zu leisten. 10 Aufgaben warten auf euch. Allesamt sind knapp innerhalb einer Minute zu schaffen, wenn man, anstatt dümmlich, einfach vielleicht auch mal schlau zu Werke geht. Okay. Mhm. Machen wir das? Ja, ich überlege gerade, ob da irgendwo ein Haken ist, aber da ist kein Haken. Der Haken sind die Aufgaben. Die Haken sind wohl die Geschwindigkeit, bei der Aufzug wahrscheinlich fährt. Kommen wir jetzt zur Aufgabe Nummer 1. Vor euch seht ihr einen kleinen Billardtisch. Ihr müsst es schaffen, die Kugel in der richtigen Reihenfolge in den Löchern zu versenken, wie man das beim Billard macht. Die farbige Kugel zuerst und als letztes dann die schwarze. Bei einem Foul müsst ihr die weiße Kugel zurück auf die Anfangsposition legen. Okay, ready? Ja, ein bisschen kleiner. So machen halt. Kann man die einfach noch anstoßen, ne? Scheiße. Ah, fuck, was? Von Anfang. What the fuck? Fuck. Du? Mal keinen Sinn. Was soll ich machen? Ja, du hast jetzt 3 Schläge. Ja, was soll ich denn machen? Wenn du mit der gleichen Präzision. Ja! Das zählt. Ja, nochmal. Nochmal. Ah, scheiße. Ah, fuck. Oh. Diese Aufgabe habt ihr nicht geschafft. Sind wir oben? Ja. Du warst in der Zone, Alter. Wir sind schon wieder oben. Ja, die Tür ist einmal aufgegangen. Das ist ja wohl der schnellste Aufzug Europas. Was soll ich sagen? Ah. Ja, was? Ja, was? Gar nichts. Einfach ärgerlich. Bist du wütend auf mich? Nein. Wie können die wütend auf dich sein? Weil ich das verkackt habe. Ja, mein Gott. Für diese Aufgabe findet ihr alle Hinweise und Regeln im Aufzug. Oh, so was hat sich. Da muss man erstmal wieder suchen. Super stressig, super scheiße. Viel Erfolg. Einmal dotzen. Zweimal Decke, zweimal Boden. Also musst du so feste, dass der zweimal die Decke und zweimal den Boden berührt? Ja, wahrscheinlich. Mach du. Geschafft. Und dann? Haben wir geschafft? Alles richtig gelöst. Hey,
Es ist ein Wunder. Haben wir geschafft? Wir fahren jetzt privat wieder hoch, weil wir haben es schon geschafft. Könnt uns mal. Heute Abend muss ich erstmal die Luft aus meinen Ohren lassen, ey. Wie machst du das? Mal gucken. Beim ersten Versuch. Ja, ziemlich gut. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das Gehirn nur noch so ein bisschen sich bewegt, wenn man hier oben ankommt. Die nächste Aufgabe, kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird Millimeterarbeit. Ihr erinnert euch an das Finale Bitte wenden, an dem ihr ganz, ganz knapp gescheitert seid. Heute bekommt ihr eure zweite Chance. Schafft ihr es, das Gefährt im Fahrstuhl um 180 Grad zu wenden, ohne es anzuheben, geht diese Runde an euch. Gute Fahrt. This is my quest to fall.